Hallo und willkommen zurück, liebe Leute. Wir haben es geschafft, mit 4 Hinweisen in der letzten Episode den Fusel an Edna zu übergeben. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir der guten Frau das draußen irgendwie abnehmen können, wo auch immer sie sich befindet. Muss die nicht eigentlich irgendwo bei ihrem Fahrrad? Hier ist ihr Fahrrad, genau. Gib mir den Fusel! Wo ist er überhaupt? Nettes Fahrrad. Abgefahren. Abgefahren? Ich bin nicht abgefahren. Ich bin doch noch hier, voller Leidenschaft für Gerechtigkeit, Sicherheit, Recht und Ordnung. Schon gut. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Ich habe wenig Zeit, fürchte ich. Das Treffen des Finger vom Fuselverbands beginnt gleich. Ist natürlich passend, dass genau die Suppe kriegen. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Das Altersheim. Nein, Sie sollten schon lange im Bett sein. Ist mitten am Tag. Tut mir leid, was da hinten mit Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann. Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut. Jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Okay, ich habe gedacht, ich kann hier irgendwas im Gespräch beeinflussen. Oh, wo denn? Oh Gott, diese Witze. Ich versuche mal Einstein auf sie zu hetzen. Geht das? Wie geht's, Einie? Einie? Kurz für Einstein. Einstein, natürlich. Weil er auch ein Patentbeamter war, so wie sie. Ja, genau, das ist der Grund. Wie mache ich das denn jetzt mit dem Fusel? Wo hat sie denn das Ding eigentlich? Kann ich mit ihm nochmal sprechen irgendwie? Wegen der Vorladung. Diese Vorladung ist für Arthur McFly. Ja, gehen wir das mal durch. Musst du oft Vorladung zustellen? Mein Papst lässt mich immer die Drecksarbeit machen. Er will, dass ich mit verschiedenen Menschen zu tun habe. Aber bis jetzt habe ich nur mit vielen Schimpfwörtern zu tun gehabt. Warum sagst du nicht einfach nein, wenn dir diese Arbeit nicht gefällt? Was denken Sie, ist das Schlimmste, das mir dabei passieren kann? Du könntest erschossen werden. Ja nun, das ist nichts im Vergleich zu dem, was passiert, wenn ich meinen Paps widerspreche. Irgendeine Idee, wo wir Arti finden? Nein, wenn wir nur an ihm dranbleiben könnten. Diese Vorladung ist für Arthur McFly? Haben Sie ihn gesehen? Kurz einmal in der Suppenküche, aber ich glaube, er hält sich wieder versteckt. Gut kombiniert, Einstein. Was weißt du über Arthur McFly? Zertifizierter Buchhalter, machte seinen Abschluss 5 Jahre vor mir an der Hill Valley High. Er scheint ein netter Kerl zu sein. Wie kam es, dass er jetzt mit Kit Tennant zu tun hat? Wer weiß, manchmal kommen Menschen unverschuldet in eine Situation und schaffen es nicht heraus. Was ist mit Kit Tennant? Was wissen wir über ihn? Er ist laut, widerwärtig und nicht sehr schlau. Und er hasst es, wenn man ihm in die Quere kommt. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Tennant. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber hättest du keinen Raketenbohrer entwerfen können, der keinen Treibstoff benötigt, der illegal ist? Illegal? Was hat das Gesetz mit Wissenschaft zu tun? Wissenschaft hat ihre eigenen Gesetze. Gerade Sie sollten das wissen. Aber könntest du den Motor nicht so optimieren, dass er mit etwas anderem läuft? Womit denn? Weiß nicht. Benzin? Benzin. Schnee von gestern. Sie werden sehen, ab 1940 werden Autos mit purem Alkohol betrieben. Ich habe übrigens extra die Stimme auf Maximum gedreht und den Hintergrundsound minimiert. Aber irgendwie interessiert das Spiel nicht. Einige von meinen Patentamtkollegen fragen sich, was dich auf einen Raketenbohrer gebracht hat. Das war das Buch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Es war wie eine Offenbarung. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Hast du die Zeitmaschine gelesen? Von Wells? Noch nicht, aber ich habe es vor. Wir stellen diese Vorladung zu. Oder mein Name ist nicht? Michael Corleone! Ja. So, ich würde gerne dort hinten auch mal mit Kit reden wollen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas beeinflusst. Ich glaube, wir müssen sie nämlich von ihrem Fahrrad weglocken. Damit wir... Hallo? Jetzt geht er rüber. Damit wir an den Fusel rankommen. Aber ich weiß es nicht genau.
Verdammt nochmal, Matches, du hast meine Socken mit Kiwi beschmiert. Sorry, Boss. Raus hier. Was willst du? Bitte? Ich sitze zum Schuheputzen hier und du kommst zu mir. Entweder willst du meine Schuhe putzen oder du willst sterben. Welches von beidem? Ich suche nach Arthur McFly. Was für Geschäfte machen Sie? Suppenküche? Lass mich Suppe ausliefern. Edna Strickland. Könnte klappen, wie ich mir es denke. Ich suche jemanden namens Arthur McFly. Wir sind irgendwie verwandt. Nun ja, er ist mein Angestellter und heute hat er viel zu tun. Aber als sein Boss wissen Sie, wo Arthur ist? Er ist im Büro. Wo ist das Büro? Weiß ich nicht. Ach, und wann wird er heute das Büro verlassen? Wenn ich ihm erlaube zu gehen. Hey, du hast da etwas übersehen. Ist das nicht Arthur McFlys Hut, den Sie da haben? Es war McFlys Hut. Jetzt dient er mir als Erdnussschale. Ist das nicht eklig? Kann ich Ihnen den abkaufen? Könntest du einfach deine Arbeit machen, kleiner Schuhputzer? Ich behalte meine Erdnussschale. Kann ich ein paar Erdnüsse haben? Warum nicht? Ich bin ein ziemlich spendabler Mensch. Na los, bedien dich. Da sag ich nicht nein. So, die Pause ist vorbei. An die Arbeit. Warum hat er gesagt, was zum Teufel ist das? Da war doch gar nichts, oder? Vielleicht muss ich das dann gleich nochmal machen. Wegen Arthur McFly. Ja. Noch eine Sache, wegen des Huts. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Ich könnte schon ein paar Erdnüsse vertragen. Hast Glück, dass ich gerade in Geberlaune bin. Hey, Kid! Ja? Verdammt, was ist das? Hey! Was hast du getan? Gib mir den Hut, du miese Ratte! Emmett! Niemand hält Kid Tennant zum Narren. Al, hilf mir! Wo hast du gelernt, dich so zu bewegen? Beim Football. Sie nannten mich der Blitz. Unglaublich. Okay, das war vielleicht optional oder so. Obwohl, jetzt habe ich gar nicht die anderen Sachen... Ich habe gedacht, ich lenke die Edna damit ab. Hat ja jetzt nicht so gut geklappt, ne? Kann ich dir das zeigen und die macht das zu einer Story? Nein. Okay. Kann ich... Interessiert sie der Hut? Ich glaube, das ist nicht ihr Stil. Okay. Na, ja, der Rest bestimmt auch nicht. Nee. Das ist nicht so richtig. Was ist unser Ziel? Ja, Unterlagen zustellen, Arthur McFly. Also ist unsere Aufgabe gar nicht, bei Edna das Fuselding zu machen. Den kann ich nicht anquatschen. Kann Einstein den nicht suchen? Wo könnte man denn noch... Wartet mal, wir waren ja noch nicht überall in dieser Stadt. Vielleicht gibt es hier noch irgendeinen
Nee, hier ist eine Alpha-Wand. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ja. Lieber Einstein. Aber sie steht auf der anderen Seite ja auch nicht umsonst da. Also irgendwas muss man mit ihr machen. Aber ich kann ja auch mal den alten Doc fragen, ob er noch irgendwas... Psst, Doc! Marty, wie läuft der Fluchtplan? Wo bist du gewesen? Was machen Sie im Gefängnis, Arthur? Ja. Raten Sie mal, wem ich in der Suppenküche in die Arme gelaufen bin. Meinem Großvater. Nein! Keine Sorge, ich habe nicht mit ihm geredet oder seine Zukunft verändert oder sonst was. Doch, ich wünschte, ich könnte. Dieser Tennen behandelt ihn wie Dreck. Keine Sorge. Wenn die Geschichte so abläuft, wie sie soll, dann ist er bald nicht mehr unter der Fuchtel von Kit Tennen und kann sein Leben als einfacher Buchhalter mit einer Großmutter verbringen. Wie hieß sie noch gleich? Sylvia. Richtig, Sylvia. Was hat es eigentlich mit diesem Idioten Kit Tennen auf sich? Biffs Vater? Nächstes Jahr um diese Zeit wird er schon lebenslänglich in St. Quentin sitzen. Moment, wenn Biff 1938 geboren wird und Kit im Gefängnis sein wird? Ich erinnere mich, dass er 1937 für etwa 3 Stunden aus dem Gefängnis entkam. Das werden 3 anstrengende Stunden. Ach, wirklich? Ich finde es ein bisschen doof, dass die Antwortmöglichkeiten hier gerade nicht weggehen, wenn ich was schon ausgefragt habe. Auch wenn das die falsche Zeit und der falsche Ort ist, ich habe ihr Notizbuch gefunden. Ah, da habe ich es also gelassen. Warum hast du es hergebracht? Weil die Bank all ihre Sachen verkauft. Das können sie nicht machen. Das habe ich versucht, ihnen klarzumachen. Behalt es erstmal. Wir kümmern uns um die Finanzen von 1986, nachdem wir mich 1931 vor einem grausigen Tod gerettet haben. Was wissen Sie über Edna Strickland? Edna? Wir hatten nie miteinander zu tun, als ich jünger war. Sie war etwas älter als ich und wir verkehrten in unterschiedlichen sozioökonomischen Kreisen. Warum fragst du? Sie hält sie für einen Held, weil sie die illegale Bar niedergebrannt haben. Sie schreibt eine Story über sie. Eine Story? Oh, jetzt erinnere ich mich. Frag Edna. Die Kolumne über gutes Benehmen, die zu einem Ort für Abstinenztiraden wurde. Sie glaubte, dass das Trinken von Alkohol zum unausweichlichen Niedergang der Gesellschaft führen würde. Klingt wie ein lustiges Mädchen. Du hättest sie sehen sollen, als in den 60er Jahren die Hippies auftauchten. Sie ist fast verrückt geworden. Das würde einiges erklären. Okay, vielleicht müssen wir sie da so ein bisschen drauf aufmerksam machen. Ihr jüngeres Ich braucht 95%igen Alkohol für seinen Raketenbohrer. Das könnte ein Problem sein. Ich weiß, wir sind beide minderjährig. Ach was, minderjährig. Es ist 1931 und Alkohol ist im ganzen Land verboten. Bist du dir sicher, dass du bald deinen Highschool-Abschluss machst? Das war doch nur ein Witz, Doc. Ein Witz? Selbst wenn ich 100 werde, und das bin ich schon fast, werde ich niemals verstehen, warum Teenager aus allem einen Witz machen. Ohren steif halten, Doc. Vielleicht nicht die besten Worte, Marty. Okay, dann wieder zurück. Ich kann echt nur am Ende der Straße rüber? Na gut. Mitten rein ins Auto. Achso, es war schon weg. Ich will hier rein. Bitte. Oh, Steuerung, bitte lass mich doch. Kann ich sie jetzt vielleicht irgendwie auf das Alkoholthema? Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Ich habe wenig Zeit, fürchte ich. Das Treffen des Finger vom Fuselverbands beginnt gleich. Scheiße. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Die Ranch der ungewollten Kinder. Nein, Sie haben Ihre Ration diesen Monat schon bekommen. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Ich gehe jetzt mal alle durch. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Das Irrenhaus. Nein, zu viel Suppe macht Sie nur nervös. Oh. Nein, zu viel ich Suppe sie macht sie nur nervös. Ich wollte eigentlich alle durchgehen, hey, das war... Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Ich habe wenig Versehen. Zeit, fürchte ich. Das Treffen des Finger vom Fuselverbands beginnt gleich. Weil ich versuchen wollte, es wegzuklicken, damit sie nicht immer alles sie ausspricht. Ich habe mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden?
Der Finger vom Fuselverband der selber? Der Finger vom Fuselverband. Stimmt. Sie treffen sich bald auf dem Brown-Anwesen. Und es gibt noch keine Erfrischungen. Ah. Ich bin ganz hin und weg, dass Ihr Freund Emmett das Haus seines Vaters für unser Treffen zur Verfügung stellt. Hä? Moment. Michael! Was in Thomas Alva Edisons Namen denken Sie, was Sie da tun? Verstehst du nicht? Du brauchst Alkohol, um deinen Bohrer zum Laufen zu bringen, oder? Bei den Schmugglern der Suppenküche werden wir nie an eines ihrer Fuselfässer kommen. Aber Miss Strickland kann eins für uns holen und es uns bis an die Tür bringen. Nein, das ist ausgeschlossen! Warum? Ich kann nicht zulassen, dass Fremde in mein Elternhaus eindringen. Was wissen wir über diese Menschen? Sie sind noch zumindest nüchtern. Und sie lassen die Finger vom Fusel. Na gut, aber mein Papst braucht nach Feierabend Ruhe und Frieden. Dieses Treffen ist ihm bestimmt zu laut. Er kann Ohrstöpsel benutzen, was ist schlimm an Lärm? Sie werden leise sein. Sie werden leise sein. Kein Lärm, nicht wahr? Oh ja, ich spiele mein Tambourin ganz leise. Hörst du das? Ja, aber... Aber was? Aber es ist nicht möglich. Aber ich habe es dir versprochen, aber denk doch mal an den Finger... gut vergessen. Nee, wir versuchen ihn noch zu überreden. Ich hab's Miss Strickland aber versprochen. Es bedeutet ihr so viel. Die Antwort ist trotzdem nein. Aber was soll aus den Mitgliedern des Finger vom Fuselverbands werden? Meinetwegen können sie sich alle wieder betrinken. Na gut, dann vergiss es. Wir müssen deinen Raketenbohrer nicht heute Nacht testen. Doch nicht! Nein, ich werde mit dem Zug zurück nach Washington fahren und meinen Kollegen sagen, sie sollen das Patent an Dr. McCoy vergeben. Halt! Werden Sie den Verbandsmitgliedern sagen, sie sollen sich die Füße abtreten, bevor sie hereinkommen? Dann sind Sie Emmett Brown, hab ich's mir doch gedacht. Die Gerechtigkeit steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Edna Strickland, wie könnte ich Ihnen jemals für Ihre Großzügigkeit danken? Nett, Sie kennenzulernen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ach, du machst dir zu viele Sorgen, Emmett. Wir müssen nur diese Vorladung übergeben und dann können wir deinen Raketenbohrer bauen. Und mein Patent. Ja, dein Patent. Okay, manchmal finde ich es nicht ganz intuitiv, was man tun muss irgendwie. Aber dann, wenn man es getan hat, doch irgendwie. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir mal dem anderen Doc berichten, dass wir es geschafft haben oder so. Keine Ahnung. Wo ist denn hier oben? Oh, ich hab gerade bin aus dem Dingens rausgekommen. Aus dem Spiel selber. Ich habe zwar im Vollbild laufen, aber irgendwie, Psst, Doc! Ich muss meinen Großvater vorladen. Wissen Sie was? Damit Ihr jüngeres Ich freikommt und den Raketenbohrer fertigstellen kann, muss ich meinem Großvater eine Vorladung schicken. Großer Gott! Du kannst ihn Arthur nennen. Er ist Kittens Buchhalter. Marty, was du auch tust, es ist entscheidend, dass du die Zukunft deines Großvaters nicht zu stark veränderst. Die Konsequenzen... wären katastrophal, schon klar. Okay, dann... ja, dann war es das hier, was wir hier sagen können. Aber wir wissen doch immer noch nicht, wo das Büro ist. Oder habe ich jetzt gerade irgendwas verpasst? Ich komme auch nicht hier hinten irgendwo weiter lang, ne? Es muss in einem Keller liegen. Warte mal, haben wir jemals versucht, hinten an der Polizeistation vorbeizugehen? Lass uns das auch nochmal schnell gucken. Ob ich... oh Gott, diese Steuerung, ne? Ob hier hinten noch was weiteres ist, wo wir hingehen können? Natürlich nicht. Okay. Jetzt kann ich bestimmt auch nicht hier über die Straße gehen. Ich habe die Suppe durch Alkohol ausgetauscht. Jetzt muss ich ihn nur noch zu Emmett schaffen. Die ist doch weggefahren. Ja, das Fahrrad steht... oh Gott. Das Fahrrad steht nicht mehr hier. Also ist das weg. Emmett ist aber hier.
Müssen wir ihn nochmal ansprechen dafür? Irgendeine Idee, wo wir Artie finden? Nein, wenn wir nur an ihm dranbleiben könnten. Wir stellen diese Vorladung zu. Aufgabe, stell die Vorladung zu. Der ist ja... Was ist das? Für der Absteiger. Shark. Wow, sieht aus, als hätten sie einen echten Hai genommen. Ja, genau. Genau das dachte ich auch, als ich das gesehen habe. Okay, hier geht's nicht weiter. Müssen wir nochmal die Türen durchgehen. Ich glaube, ich möchte nicht an einem Ort sein, wo jedermann willkommen ist. Was soll das denn heißen? Ich gehe da besser nicht wieder rein. Sie sind wütend und sie haben Scheren. Ich habe gedacht, das Kit auch da drin ist, aber hier oben ist nichts. Hier ist bestimmt auch nichts. Ich brauche nichts aus dem Laden und ich habe auch kein Geld. Ich frage mich, wer der eigentliche Brandstifter war. Ich habe die Suppe durch Alkohol ausgetauscht. Jetzt muss ich ihn nur noch zu Emmett schaffen. Lieber nicht. Diese Anwälte klingen ziemlich fies. Ohne Geld brauche ich da gar nicht erst reinzugehen. Wir haben doch... Nee, das ist Shark. Wir haben doch gar kein Auto. Oder sowas. Deswegen laufe ich gerade die Türen nochmal wie dumm ab. Okay, da steht alles wieder richtig. Okay, er macht's aber auch alles nicht mehr. Okay, ich hab Großvaters Hut. Und jetzt? Wo ist denn der Hund? Warte mal, müssen wir im Anwesen von Brown anrufen nochmal? Glaube nicht, oder? Oder wir müssen Einstein am Hut schnüffeln lassen. Wahrscheinlich lasse ich mich trotzdem probieren, ob ich nochmal anrufen kann. Brown Anwesen? Okay, deswegen hat der Hund auch gerade gebellt, weil das unser Hinweis sein sollte für ein bisschen Schwachmaten wie mich, die nicht so schnell auf die Lösung kommen. Ich weiß nicht, ob ich einfach nicht in Form bin bei diesem Spiel oder so. Weil ich habe, glaube ich, auch damals, als ich das angefangen habe zu spielen, schon das Gefühl gehabt, dass die Rätsel irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie komisch sind. Aber vielleicht bin ich auch einfach doof. Einstein, Nuki Putz. Schnuffel doch mal bitte hier ran und sag mir, wo Opa ist. Hey, Aini, komm mal her. Kannst du den Mann zu diesem Hut finden? Wo will er hin? Das lässt sich nur auf eine Art rausfinden. Ich mache an der Stelle, ich sehe nämlich gerade, wir sind schon wieder bei fast 24 Minuten, eine kleine Aufnahmepause. Weil wir sind ja jetzt offensichtlich bei den Apartments. Ich denke, wir werden ihn gleich finden. Vielleicht kommt noch mal ein Rätsel, wie wir überhaupt reinkommen. Und dann werden wir die Vorladung unserem Opa zustellen. Und mal schauen, ob der Rest mit dem Alkohol und so dann auch so klappt. Bis dann. Tschüss.